Die Kartoffeln müssen raus. Es herrscht Hochbetrieb auf den Feldern zwischen Straubing, Regensburg und Landshut. Viele Landwirte bauen hier aber keine Speisekartoffeln, sondern Stärkekartoffeln an für die Südstärkefabrik in Sünching. Die Ernte haben sie gemeinsam über Maschinenringe organisiert. Das spart Zeit und Geld. Gerade einmal eine Stunde braucht der moderne Roder auf dem Feld von Thomas Koller in Greilsberg für einen halben Hektar Kartoffeln. Der Vorteil von den Stärkekartoffeln ist, ich weiß jetzt schon, dass ich genau den und den Preis kriege, wenn ich da in die Fabrik geliefert. Ich muss mich um keine Vermarktung nicht kümmern. Ich muss schauen, dass ich saubere Ware reinbringe. Das ist das Einzige. Und wenn ich Speisekartoffeln habe, oder wenn Speisekartoffeln haben wir immer sehr hohe Preisschwankungen. Thomas Koller hat Lieferverträge mit der Stärkefabrik. Die kann aber nicht alle Kartoffeln sofort nach der Ernte verarbeiten. Sie müssen zwischengelagert werden. Doch in eine neue Lagerhalle am Hof investieren will er nicht. Eine Alternative, die Mietenlagerung, wie bei Rüben. Hier könnte man mehr Stärkekartoffeln anbauen. Ich muss nicht so ein großes Lager haben. Das war genau der Vorteil von der Mietenlagerung bei der Stärkekartoffeln. Ich muss die nicht heimfahren, ich muss kein Lager nicht haben und so. Und das war genau das, warum wir das da machen. Damit die Kartoffeln in der Miete nicht faulen, braucht es eine gute Durchlüftung. Maximal 2 Meter sollte die Miete deshalb aufgeschüttet werden, empfiehlt Robert Ingerl, der Rohstoffexperte der Stärkefabrik. Mäuse sind kein Problem, aber gegen Regen muss die Miete mit einem speziellen Vlies abgedeckt werden. Und auch Frost vertragen die Kartoffeln nicht. So wie die Mieten jetzt bei den Landwirten, die mitmachen, geplant sind, kann man es bis Mitte, Ende November ohne Probleme draußen liegen lassen und dann in die Fabrik transportieren. Doch wie kommen sie dorthin? Von der Miete erstmal auf einen LKW- oder Traktoranhänger. Mit dieser Maschine, einer sogenannten Kartoffelmaus. Am Einsatzort kann sie ihr Maul auf 8 Meter verbreitern und dann in einer Stunde 100 Tonnen Kartoffeln in sich reinfressen. Elektronisch gesteuert und kontrolliert vom Fahrersitz aus. Bisher laufen in ganz Deutschland erst 2 dieser Maschinen. Eine in Bayern, die andere in Brandenburg. Verwandt ist die Kartoffelmaus mit der Rübenmaus zum Verladen von Zuckerrüben. Aber Kartoffeln sind empfindlicher. Die Besonderheit an der Maschine ist das Aufnehmen der Kartoffeln, da das Produkt gegenüber der Rübe sehr viel kleiner ist. Wir haben uns hier für eine Kettenaufnahme kombiniert mit Walzen entschieden. Dadurch können wir das Produkt sehr schonend aus dem Boden aufnehmen, hochtransportieren und dann auf den Walzengang zusammenfördern. Über einen 15 Meter langen Arm landen die Kartoffeln dann im Transportfahrzeug. Größere Erdkluten und Steine sortiert die Maus automatisch aus. Ebenso wie sehr kleine Kartoffeln. Ein Nachteil. Doch die Vorteile überwiegen. Man sieht also hier auch sehr schön, wie diese Reinigung funktioniert. Auch faule Kartoffeln, auch das ist immer ein Problem, wenn dann diese Mieten länger lagern und vielleicht faule Partien sind, sollten an dieser Stelle herausgereinigt werden, dass das gar nicht mit in die Fabrik reinkommt. Mit 354 PS braucht die Maus zum Verladen dieser Miete nur ein paar Stunden. Die Kosten 2,50 Euro pro Tonne. Nur 37 von über 500 Landwirten, die das Sünchinger Werk beliefern, nutzen aber bisher die Maus. Die meisten lagern ihre Kartoffeln in Hallen, wo sie mit Förderbändern verladen werden. Kontrolle in der Fabrik. Trotz modernster Technik am Acker holt der Probestecher immer auch noch Schmutz aus der Fracht. Wegen des vielen Regens heuer mehr als sonst. Positiv dagegen ist heuer ein überdurchschnittlicher Stärkegehalt, 20%. Danach richtet sich auch der Erlös für die Landwirte. Mit ca. 100 Euro pro Tonne können sie rechnen. Der Markt für Kartoffelstärke ist weltweit am Wachsen. Wir haben im letzten Jahr eine kurze Delle gehabt durch Corona. Aber insgesamt nimmt die Menge zu an Kartoffelstärke, die weltweit gebraucht wird. Das heißt, wir sind auch weiterhin auf der Suche nach Anbauern, die den Kartoffelanbau verstärken in Richtung Stärkekartoffel, oder Neuanbauer, die einsteigen, weil sie zum Beispiel ihre Fruchtfolge verändern wollen. Ein Grund für den steigenden Stärkebedarf ist die wachsende Nachfrage nach Fertigprodukten in der Nahrungsmittelindustrie. Kartoffelstärke ist unter anderem Bestandteil von Vanillepudding, Babynahrung, asiatischen Glasnudeln und Backmischungen, aber auch von Papier und Klebstoff. Über 3000 Tonnen Kartoffeln verarbeitet die Fabrik in Sünching pro Tag. Sie exportiert die bayerische Kartoffelstärke in alle Welt.
Wir freuen uns über ein Abo unseres Channels, aber schaut auch in die BR Mediathek. Da gibt's noch mehr Videos und Sendungen von unser Land und vieles mehr.